Buenos dias, Madridistas. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute nicht alleine unterwegs, denn ich habe Nils Kern bei mir, Chefredakteur von Real Total, das größte Fachmagazin im deutschsprachigen Raum von Real Madrid. Nils, danke, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Hola a todos einmal und schön, dass ich dabei sein darf. Immer wir freuen Freude. Uns. Ja. Nils, Real Total ist natürlich im deutschsprachigen Raum das Fachmagazin von Real Madrid und natürlich auch dementsprechend bekannt. Aber erzähl uns doch bitte mal ein bisschen über Real Total und was so besonders daran ist. Fange ich da an? Uns gibt es eigentlich schon viel länger. Wir hatten früher auch noch andere Namen, aber so richtig losgelegt haben wir 2012 als professionelles Online-Magazin, das jeden Tag über Real Madrid berichtet, auf Deutsch natürlich, für Leser in Deutschland, Schweiz, Österreich. Real Madrid ist ja ein Verein, der hat überall Fans und speziell auch bei der Fußballschule. Wir arbeiten ja auch öfter zusammen. Und ja, wir arbeiten auch mittlerweile aus Madrid, sind bei Pressekonferenzen, bei Spielen dabei. Es gibt so viel zu berichten, nicht nur dank Toni Kroos, Cristiano Gabsmann und viele andere Spieler. Da lohnt sich das, ein professionelles Magazin zu sein. Und ich kann davon leben, viele Redakteure haben wir auch an Bord. Also das ist unser Job. Ich kann natürlich aus Erfahrung sprechen. Real Total ist ein Fachmagazin, was immer professionell berichtet und immer auf dem neuesten Stand ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Real Total zu verfolgen. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zu Real Madrid gekommen? Auch das ist eine lange Geschichte. Es gab natürlich viele Sachen. Im Endeffekt, ich komme aus einer Gegend in Nordhessen, Grüße nach Eschwege-Sontra, wo es keinen richtigen Erstligisten, Bundesligisten in der Nähe gibt. Und dann bin ich immer schon aufgewachsen, ohne dass ich irgendwie geprägt war von einem Bundesligisten. Und so hat mich Real Madrid schon immer irgendwie interessiert. Diese weißen Trikots, das Zidane-Tor 2002. Mein Vater hat dann mal einen Schal mitgebracht aus Spanien von Real Madrid natürlich. Den halte ich immer noch in Ehren. Dann gab es eben in der Vergangenheit viele Duelle zwischen Deutschland und Real Madrid. Und als ich dann 2012 das erste Mal in Madrid war, für so 3 Wochen Sprachkurs gemacht, habe ich zum Glück die richtigen Leute kennengelernt, die mich dann mit ins Bernabeu genommen haben und nicht vielleicht zu einem anderen Club hier in Madrid. Und dann auch gleich verbunden mit den ersten Europapokalreisen auf Schalke, nach Dortmund und so weiter. Und dann war es irgendwann um mich geschehen. Aber im Endeffekt ist es nicht nur der Verein, es ist auch die Stadt, in die man sich verliebt, aber natürlich auch großer Fan vom Verein. Ja, weil es der beste, erfolgreichste Verein ist. Absolut. Kann ich nur so bestätigen. Erzähl mal, gibt es ein Spiel oder ein besonderes Spiel, wo du live dabei warst und was du dich immer zurückerinnern wirst? Ja, ich glaube, wenn ich gefragt werde, so das krasseste Spiel, wo ich live dabei war. Ich meine, bei La Decima war ich damals im Public Viewing, also 2004, der Champions League-Titel, das war schon mal unfassbar. Aber so, wo sie auch gespielt haben, ich war dabei. Eigentlich, wo man am wenigsten mit gerechnet hat, dass der 4-0-Sieg in München, Champions League-Halbfinale eben vor La Decima, das war, glaube ich, wo keiner mit gerechnet hat, dass wir so dominant sind. Und dann, das war im Endeffekt auch der Wendepunkt in der Geschichte. Also davor viele Champions League-Halbfinale ausscheiden und dieses Jahr wieder, Sergio Ramos zweimal und dann noch zweimal Cristiano. Das war, erinnere ich mich gerne dran zurück, ja. Kann ich verstehen. Also bei mir war es letztes Jahr das Spiel gegen Manchester City, wo ich live dabei war. Und ich war bei vielen Spielen dabei. Ich war bei Klassikos dabei. Ich war bei Champions League-Halbfinals und auch Finals dabei. Aber das habe ich noch nie erlebt. Also ein Bernabeu, was nach dem 1-1 so explodiert ist, wie du es auch gerade gesagt hast, das habe ich live noch nicht erlebt. Ich habe Menschen gesehen, die neben mir zusammengebrochen sind halber und geheult haben. Ich war einer davon übrigens. Also unfassbar und am Ende haben wir es geschafft. Und das ist ja diese besondere DNA, die Real Madrid ja auch mit sich bringt. Und auch wieder in den letzten Jahren zeigt, dass egal wie viel es auch am Ende stehen mag oder im Spiel stehen mag, dass man immer wieder zurückkommt. El Madrid nunca se rinde. Immer weitermachen, gibt niemals auf. Hasta final, vamos Real. Richtig. Und das wird auch schon in der Akademie von Real Madrid beigebracht. Genau diese Mentalität von klein auf quasi mitgegeben den Kids, dass es wichtig ist, niemals aufzugeben. Selbst in der Akademie von Real Madrid. Reden wir mal kurz über die aktuelle Situation. 7 Punkte hinter Barcelona. Barca hat 1-1 gespielt. 1-0 verloren, Entschuldigung, gegen Almeria. Madrid hat 1-1 gespielt gegen Atletico. Ja. Champions League 5-2. Wieder Remontada gegen Liverpool. Und auch die Copa del Rey ist noch am Start. Wie siehst du die aktuelle Situation? Was ist der wahrscheinlichste Titel? Schaffen wir die Liga noch? Also rein von der Wahrscheinlichkeit, weil es die wenigsten Spiele hatten, die nur dreimal noch gewinnen müssen, dann wäre es die Copa del Rey. Aber Real Madrid und die Copa del Rey ist auch so eine eigene Geschichte. Aber ich glaube einfach mal, dass wir ganz gute Chancen haben, in allen Wettbewerben oder in Hochzeiten weiterzukämpfen, auch in der Liga natürlich. Ja. Wir sind da Zweiter, Champions League ist das so gut wie durch, aber auch da Vorsicht vor dem Rückspiel. Es sieht gut aus für uns, auch wenn es jetzt 7 Punkte, das ist immer noch wenig Grund zur Freude, weil Barca muss eben noch ein paar Mal patzen und wir eben auch wirklich dann alles gewinnen. Aber ja, wäre doch mal ganz nett, mal wieder Copa del Rey zu gewinnen. Das letzte Mal 2014, dann mit Halbfinale Klassico, Donnerstag geht's los. Vamos. Richtig. Die letzten Copa-Titel waren ja gegen Barcelona. Das wird dieses Jahr dann nicht stattfinden. Und hoffen wir mal, dass wir es diesmal packen. Wird auf jeden Fall mal wieder Zeit.
Wir haben hier in Madrid von der Fundación auch ein Camp dieses Jahr. Das nennt sich Faszination Real Madrid. Mhm. Und natürlich wollen wir auch die Kids dazu bewegen, hier nach Madrid zu kommen. Mhm. Und natürlich auch denen so ein bisschen die Stadt näher zu bringen. Gib uns mal drei Gründe, die für dich es auch wert machen, nach Madrid zu kommen. Warum nach Madrid kommen? Warum in diese Stadt? Also, dass das Wetter ganz nett ist, sieht man ja. Das nehme ich jetzt nicht als Grund. Ich sage erstmal, Madrid ist eine Stadt, die nicht schläft. Und weil einfach immer was los ist, ob es tags ist, ob nachts ist, unter der Woche auch. Du kannst, die Spanier gehen ja eh erst auch unter der Woche um 21 Uhr essen. Also das ist schon mal sehr beeindruckend. Auch die Art, Leben zu schätzen, wie die Spanier leben. Gar nicht groß Geld ausgeben für Fernseher oder super Esszimmer. Die gehen alle raus, geben das Geld aus in Restaurants und Bars, sind so oft unterwegs, treffen Freunde. Und wenn dann die Rechnung kommt, dann wird nicht geschaut, wer was hatte, sondern ja. Aha, ein Betrag in die Mitte. Jeder feuert das Gleiche in die Mitte. Also diese Art zu leben, die Menschen, Madrid zweiter Grund. Und als drittes, ja, dann auch Fußball eigentlich. Ne? Man kann ja nicht nur Real Madrid gucken oder auch generell andere Sportveranstaltungen. Madrid ist immer was los, Konzerte, es ist eine Weltstadt. 4 Millionen Menschen leben hier und so viele Touristen. Man hört auch sehr viele ja. Deutsche hier. Also da ist Madrid was ganz Besonderes, aber und auch Wetter dazu natürlich. Ja, richtig, ein großer Faktor. Man nennt die Madrilenen auch nicht umsonst Gatos, übersetzt Katzen, weil sie ja auch immer nachts unterwegs sind. Also ich habe noch nie so eine, ja, so viele Menschen abends und auch nachts in einer Stadt wie in Madrid. Und ich denke, es lohnt sich definitiv, hier nach Madrid zu kommen, ob tags oder nachts. Es ist immer auf jeden Fall ein Highlight. Mhm. Nils, vielen Dank, sehr dass gerne. Du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne für die Fußballschule. Absolut. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wir sehen uns spätestens am Donnerstag beim Clásico wieder in der Copa del Rey. Und wir sagen a la Madrid y nada más. Hasta la próxima. A la Madrid. Bis zum nächsten Mal. Vamos. Ciao. Danke dir. Gerne.